Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dübel Detlef and Friends und ein bisschen Grinden. Und wir haben vorige Woche mal wieder Grind-Phase gehabt und haben nichts gewonnen. Wir haben einfach nichts gewonnen. Und da kann man auch... Die Schuld lag nicht bei uns. Wir haben unser Bestmögliches getan, aber das Team hat einfach versagt. Das ist wie Paris mit dem 8er TD fahren. Und man ist wieder... Man ist wieder auf das Team angewiesen. Man kann nichts anderes machen. Also das ist ein guter TD, auch jetzt für Paris ist das ein guter TD. Aber wir sind komplett angewiesen aufs Team. Da geht nichts dran vorbei, Leute. Zwei Artis natürlich unangenehm. Letzter Zeit waren sehr, sehr viele Artis. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen durch die Mission oder an den Missionen. Aber wie viele Leute Arti fahren, ist ja wahnsinnig unangenehm. Ist ein bisschen zu dolle, finde ich persönlich. Gut, hier auf Paris könnten es auch drei sein. Von mir aus könnten sie da auch fünf reinpacken. Aber auch wie jeder anderen Map auch. Irgendwie ganz komisch. Verstehe ich nicht so ganz. So, wir laden natürlich ordentlich nach. Deswegen brauchen wir da nicht hinfahren, wo der STRV hinfährt. Sonst wäre ich nämlich dahin gefahren. Aber das macht keinen Sinn. Aber einfach zu lange nachladen. Macht es eher Sinn, dass wir vielleicht versuchen hier. Sogar einer am Baum um hier fahren, das ist gar nicht mal so schlecht bei uns. Mal gucken, ob hier vielleicht irgendwas aufgeht gleich. Was macht der 53 TP da? Was macht der da, verdammte Socke? Hier geht aber nichts auf, großartig. Was gar nicht gut ist. Und die offene Fläche ist auch nicht gut. Wird überhaupt gar nicht bewacht. Hört euch das mal an. Fest dich an den Kopf, ey. Ihr könnt das doch nicht komplett offen lassen. Gut, Arti schützen auf Paris macht jetzt nicht so viel Sinn. Aber die können die Fläche nicht komplett offen lassen. Hier geht jede Menge Krach auf, ey. Guck dir diese Scheiße an. Naja, da haben wir doch so ein bisschen den 10er Meter ein bisschen beschießen können. Das war doch ganz gut. Ab in den Reload. Ja, aber von denen komischerweise auch sehr viele hier. Fährt jetzt auch außen rum. Das ist natürlich super unangenehm. Ich würde gerne jetzt hier an die Ecke vorfahren, aber ich habe natürlich Angst, dass ich dann von links bewirkt werde. Was ist denn da alles offen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Zwei Panzer müssten fehlen. In den Rücken decken? Ne. Sie fahren aber auch nicht über die offene Fläche. Ey, da kommt nichts. Wie kann man die denn komplett längs liegen lassen? Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Unbegreiflich, wie das Spiel gerade abläuft. Wie man Paris so komisch spielen kann. Ich denke immer noch, dass der Pantera hier vielleicht mal kreuzen will. Oder halt von links kommt, dann ist auch gut. Dann macht man halt auch auf. Also wir sind gerade ein bisschen teamdienlich, dass wir hier die Seiten decken. Aber dass da keiner rausfährt, nicht ein einziger. Das gibt's doch gar nicht. Sogar aufgegangen.
da. Rein und halt unkontrollierbar. Das ist ja unschön. Ich krieg sie natürlich beide nicht auf, ne? Gleich was machen. Ja, wenn ich es nicht mache, ist kacke. Okay, mal einen frischen Reload. Ja, jetzt hat er wenigstens mal außen so ein bisschen angekontert. Weil wir können das ja eigentlich easy gewinnen. Das sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Reload? Na komm, einen schaffen wir noch. Der Rheinmetall ist da, okay. Ja, okay, der ist auch noch full life. Die Heavys brauchen eigentlich ein bisschen. Das könnte noch reichen für einen vollen Reload. Nur deswegen heißt er eigentlich gemacht. Die 10 ist schneller. Ja. Aber hat sich trotzdem nochmal gelohnt. So, wenn wir einen Schuss gehabt, so haben wir zwei gehabt. Zwei Kills. Zwei, vier Schaden. Das ist in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Schöne Runde mit dem. Gut gespielt. Der hat die Seite gedeckt, ne? Man hätte natürlich mehr Schaden machen können, aber so richtig zum Brawn ist der halt auch nicht da, ne? Der hat halt oben diese Kackluke. Da hast du auch keinen Bock drauf auf die Kackluke. Von daher, aber gedoppelt. Und wir können mal wieder eine kleine Entspannungsrunde machen. Das ist da auch nicht verkehrt. Eine kleine Runde Arti, Leute. Wenn ich jetzt was zu essen hätte, würde ich mir was zu essen holen. So kann ich mir mal in Ruhe was trinken. Heute gibt es nur Wasser. Ich muss gut spielen, da kann ich nur Wasser trinken. Beim schlechten Spiel, da darf ich auch mal was anderes machen. Aber bei... Wenn man gewinnen will und gut spielen will, dann muss man Wasser trinken. So Leute, was machen wir denn jetzt hier mit unserer Zeit? Versuchen wir nach oben zu kommen? Oder machen wir die kleine feige Arti hier hinten? Ich könnte mir auch vorstellen, hier hinten zu stehen. Da, so an der Stelle. Da müssen sie schon extrem... Man kann theoretisch sogar hier stehen bleiben. Ja. So, was meint er? Wo kriegen wir denn den ersten rein? Kommt so ein bisschen drauf an, wo der LTG hinfährt. Ah, okay. So würde ich behaupten, wir kriegen hier vielleicht irgendwas rein. Also, wenn ich wäre, dann würde ich hier hinfahren. Da wäre so meine geliebte Position.
Wollen sie aber nicht. Okay. Wo ist sie? Okay. Na, Mäuschen, Hallöchen. Dein Arti-Freund ist da. Okay, was machst du? Was war das denn für ein Move hier? Seht ihr die Kante da? Was war das denn für ein Move? Was macht der da? Kommen wir da denn irgendwie ran? Das kommen wir so, ja. Ich glaube, der denkt, der ist... Arti safe, aber ist er gar nicht. Was macht der da? Ich verstehe sein Movement gerade noch nicht. Fährt er dahin? Ja, der fährt dahin. Oh ja. Boah, war standen da vielleicht sogar zwei? Ah, das glaube ich nicht, aber war trotzdem ein schöner Move. Und sogar immer noch meiner. Bleibt der eiskalt stehen? Ist das ein richtiger Krieger? Nee. Schöne Dinger. Jawohl. Ja, ich weiß, man muss da nicht scrollen, aber ich bin so ein alter Scroller von früher. Ich kann da nichts gegen machen. Eigentlich scroll ich noch viel, viel schneller. Geht. Was viel, viel schlimmer ist, ist gleich, dass die hier durch sind. Das ist wahnsinnig schlimm. Aber wie ich die G-Taste manchmal hasse. Wir müssen hier weg. Ja, die lassen uns hier wirklich verrecken, ne? Komme ich da hoch noch? Was meint ihr? Schaffe ich das? Wäre natürlich ein geiler Move, ne? Alter, verpisse dich! Toll, jetzt bin ich offen. Naja, die Batshit. Ach, fick dich doch, weil er da mit seinem dicken Kadaver sich umdreht. Mann, wie behindert muss man denn... Alter, wie wackelt er denn mit seiner Waffe? Was ist er denn für ein Freak schon wieder hier? Das hätte gereicht, Mann. Warum fährt er denn nicht gleich nach vorne? Ich verstehe es schon wieder nicht. Mann, 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 ey. Und die Batshit, dass sie da wieder eingeebt ist und mit ihrem Clip-Potenzial mich rausnehmen kann, ist doch zum Kotzen. Ja, ich hätte vielleicht eine Sekunde eher fahren müssen. Das war mein Fehler an der Stelle. Eine Sekunde eher einfach bloß. Hätte ja völlig ausgereicht. Dann spottet er mich nicht und ich komme hoch. Und sobald ich oben bin, habe ich wieder mein komplettes Damage-Potenzial. Ja, aber... Ja, was willst du da machen? Das Team ist aber auch schon wieder so useless, ehrlich. Der Spot da drüben war gut. Dass der TD nicht oben auf dem Hügel steht und sniped, das verstehe ich nicht. Und warum er da nicht dann weiter stehen bleibt und spottet zum Beispiel. So dass der Gegner noch ein bisschen zurückgedrückt wird. Nein, er flieht. Und anstatt, dass er dann richtig flieht, was macht er denn? Dann fährt er so, dass er mir vor der Nase steht. Ich schon wieder nur drüber aufregen. Ach, drei Artis, Mann. Puh. Drei ist wirklich unschön. Und dann auch auf der Map. Da willst du einfach keine drei Artis haben, ehrlich nicht. Und wenn sie auch noch gut sind, ja, dann snipen sie da vorne in die Büsche einfach so rein. Und dass der Light da schon wieder nicht vorfährt. Warum der da nicht vorfährt und spottet? Na, was willst du jetzt machen? Spotten?
Was ist das denn wieder für ein Move? Warum gehe ich hier auf? Wie geht das? Wie soll ich... Nee. Wie kann ich da aufgehen, bitteschön? Wie geht das? Das geht überhaupt gar nicht. Ja, und zwei Artis sind wieder auf mich drauf, oder was? Seid ihr behindert? Was ist denn mit euch schon wieder nicht richtig? Und warum gehe ich da fucking nochmal auf? Gibt es da wieder einen toten Busch, der kein Busch ist, oder was? Diese Map ist einfach ein Traum. Gerade mit zwei Artis ist es ein richtiger Traum. Wäre ich da rangekommen? Was macht er denn hier schon wieder? Alter, ist das ein Freak. Da fehlt ja schon wieder die Spucke aus dem Gesicht, ey. Einmal offen, beide Artis ähnlich, aber kriegst die Tür nicht zu. Diese Schüsse schon wieder. Ja, und er geht noch nicht mal beim Turm durch, Mann. Es ist fucking seitlich. Mal Heat drin gehabt. Bei Heat wäre auf jeden Fall durchgegangen. Jetzt kommen sie da mit dem T95 durchgedrückt. Der ist jetzt schon wieder ein Traum. Tja, die machen es gut. Die 1er durchdrücken ist nicht ohne, aber kann man natürlich machen. Chance, ich krieg hier keinen Zugriff auf das Game. Wenn ich mich hier vorne wieder hinstelle, dann gehe ich wieder auf von irgendwo, wo ich gar nicht aufgehen kann. Easy. Sieben ist hier vorne? Was war mit diesem Schuss schon wieder? Also müssen wir es drücken. Wenn uns jetzt hier unten drücken, dann haben wir eine Chance. Wenn sie es nicht machen, haben wir keine. Ich hoffe so ein bisschen drauf, dass der wegfahren will. Zu wenig. Alter, die Artis. Es war auch immer die gleiche Arti, ne? Kleine Hure, ey. Warum sollte ich HE nachladen?
Ich hoffe, die Art, die stirbt gleich. So heller bist du, wie es aussieht, auch nicht. Zwei und die Arti. Komm, mach hin, Arti. Komm, mach hin! Go, 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 go! Ah, die Light, der Light holt sich die Art. Vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht. Das ist nicht vorgefahren, schade. Fährt er vor? Ah, vielleicht. Na, ich schaffe es so nicht. Wenn er hochfährt, vielleicht. Leider nur der fünfte. Aber reicht, reicht. Ich bin ja da auch nicht so wählerisch. Reicht ja. Gucken wir mal. 2-5. Ich weiß gar nicht, ob ich gesnappt habe irgendwohin. Ich glaube nicht. Also in irgendeinem Busch gesniped, Blindshots gemacht oder so. Ich glaube nicht. Nee, nee. Nee, 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 nee. Macht er nicht. Macht er nicht. Was war denn das andere? Das war die Arti-Runde. Haben wir gewonnen. Schön, dass wir das übernahmen. 1-2 war auch in Ordnung. Ein bisschen mehr wäre natürlich immer schön, aber man kann nicht alles haben, Leute. So, 2 Minuten haben wir noch Boost. Vielleicht gewinnen wir ja jetzt die Runde als letztes Game. Das wäre natürlich ein Traum. So für den Abschluss des Tages, für mich jetzt, für meine innere Ruhe, würde ich das schon sehr gerne machen. So, 2 Artis wieder sind wir ja schon gewöhnt. Die mögen uns ja auch. Wer die letzte Folge gesehen hat, guckt sie euch nochmal an. Die letzte Folge war sehr schön. Habe ich wieder einen 1078 bekommen von der Arti. Kann man mal machen, 1078. Geht. Nimmt man gerne mit. Warum auch nicht, ne? Waren ja nur meine restlichen HP. Von daher, nimm dir, Arti, nimm dir. So, wie ihr seht, leider noch die Stockgun drauf. Deswegen keine AP. Sondern APCR. Bei 268 zu 190 ist schon ein extremer Unterschied. Und das überlassen wir dann nicht den Zufall, gerade wenn wir Top-Tier sind. Wir haben schon die kleine Wumpe, nur die wenig Schaden macht, 240. Dann müssen wir die aber auch pennen, wenigstens. Leider auch noch der kleine Turm. Das heißt, richtig viel Schutz haben wir da auch nicht. Ja. So ist es. Panzerkampfwagen 7. Tja, was machst du hier mit 2 Artis, ne? Also was unser Team macht, schon mal auf jeden Fall ein bisschen defensiver vor. Kann man machen, muss man jetzt aber nicht. Ah, scheiße, er wird mich spotten. Macht er? Macht er. Scheiße. Deutlich weit vor können wir nicht. Wir haben ein gutes Clip-Potenzial auch. Das Blöde ist, wenn er hinter dem Busch rüberfährt, dann kriege ich ihn nämlich nicht auf. Aber vielleicht steht der T-44 gut. Der LTDB ist auch richtig schön.
richtig schön schnell. Guck dir das an. Oh, guck mal. Turm von einem Heavy. Ich gehe auf. Na klar, gehe ich auf. Ah, okay, der Light. Die Arti hat ja schon eingezielt. Ja, das ist vielleicht nicht so schlau. Was auch immer der Oho macht, das ist nicht so schlau. Schade, Progetto wäre natürlich schön gewesen. Selten dämlich. Puh, jetzt wird es hier langsam stickig, die Luft. Ach, fuck. Können die jetzt mal auf den Oho schießen? Alter, da steht natürlich T30. Logisch. Logisch steht da ein T30. Kriegst die Tür nicht zu. Die 30 Kelle hätte ich mir nicht fangen müssen. Ja. Ich gehe so und so auf. Jetzt habe ich schon gesehen, wo er angefangen hat zu schießen. Da war schon klar. Hätte ich nicht so hoch gucken dürfen. Aber guckst du dir auch wieder an, ey. Es läuft einfach. Das werden wir nicht gewinnen, glaube ich. Leute, das werden wir nicht gewinnen. Das glaube ich nicht. Aber was soll's, die anderen Runden waren ganz schön. Die haben eigentlich Spaß gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Das war jetzt nicht so eine pralle Runde. Gerade in dem Panzer wieder. Ich habe aber auch wieder ein, zwei Moves gemacht. Die waren unter aller Sau. Aber das gehört manchmal dazu. Was soll's. Bleibt nicht aus. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Ansonsten unterstützt mich so gut, wie ihr könnt. Das wäre natürlich prima. So, dass das Format auch weiter, sag ich mal, so bleibt, wie es ist. Ist manchmal ein bisschen stressig, muss ich sagen. Weil man halt doch relativ viel Content macht. Sind ja immerhin, sag ich mal, 3 Videos in der Woche. Vorher waren es sogar mal 5. Aber 3 ist auch schon knackig. Da geht immer ein Tag geht mindestens drauf. Nur alleine für das Schneiden, Bearbeiten, Hochladen, Beschriften. Von daher freue ich mich natürlich um jede Unterstützung, die ihr mir geben könnt. Ansonsten schaltet nächste Woche wieder einfach ein. Das unterstützt mich natürlich auch. Guckt das Format, das freut mich. Ansonsten, schöne Woche euch. Macht's gut. Tschüssi.